Kuckuck, die dritte Folge, das Korsarennest, der Prolog zu Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, ich hoffe, dass ihr fleißig weiterguckt oder auch fleißig eingetragen habt. Ich produziere hier vor als Übergang zu Odyssey im Auftrag des Königs für die nächste Version, damit ich richtig weitermachen kann und offiziell also auch das Let's Play weiterspielen kann. Und die Fehler, die ich vorher hatte auf Odyssey im Auftrag des Königs, zu überbrücken. Da sollte es nämlich weitergehen und vielleicht ist der ein oder andere so hilfreich und gibt mir mal ein bisschen ein Safe Game. Ja, wir müssen hier ein bisschen ein Fleisch besorgen für die Crew. Und zwar, das darf ich nicht machen. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Fleisch damit gemeint ist. Ich habe 3 Fische. Erstmal hier ein bisschen selber was essen, bevor ich mich hier an die Blutfliegen wage. Kokosnüsse gibt es ja genug, meine Herren. Also gesund und lecker. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ich habe sogar noch 59 Stück, die ich hier mal... Mal gucken. Okay. Dumm. Na, der sägt ja auf dem Cello rum. Okay, genug mit der Geschichte. Okay, das werde ich mal offscreen machen, indem ich die Kokosnüsse dann knacke. Schauen wir mal. Welche Blutfliege ist hier näher? Die große Frage. Gehen wir mal hier hin, in die Richtung. Okay, Wump hat's gemacht. Ich weiß nicht, wie viel mich die kostet oder wie viel... Treffe ich die nochmal? Mann Gott, sind die gut. Okay, das lässt sich schaffen. Lässt sich schaffen, wenn die nicht so blöd ist und die ganze Zeit hier mit mir Tango tanzt. Da ist nichts zu holen. Aber ich kann ja Erfahrungspunkte sammeln, wenn ich mal gucken darf. 820. Ach ja, ich hätte doch hier. Habe ich offscreen-mäßig völlig vergessen. Na gut, okay, da sind jetzt noch ein paar Sekunden. Ich muss ja nicht alle gleich knacken hier. So. Für sie die Drachenwurzel eines. Stärkebonus. Da ich nicht weiß, ob man Tränke brauen kann, werde ich es jetzt ganz einfach mal so machen, dass ich mir die 3 Drachen... Also desto mehr Kokosnüsse ich esse, umso mehr Stärke gibt. Das ist auch cool. Okay, ich wollte es gerade sagen, sollte die 3 Drachenwurzeln essen, warten, bis ich Tränke brauen kann, um dann halt eben die Wirkung zu verdreifachen. Wir wissen es nicht. Jetzt habe ich Stärke 30. Runde 30. Das ist schön. Okay. So, Blutfliegelchen. Und da unten gibt es nämlich wieder Krokodile, aber die Blutfliegelchen. Ich hätte nach einer Waffe. Nach einer Waffe fragen sollen. Mann, ich hätte eine Waffe kaufen sollen. Ich sag. Die bessere. Mann! Tango-Blutfliege hier! Klacker, klacker, klacker! Nichts zu plündern! Ja, gibt's. Was hat er gesagt? Nichts zu plündern! Scheiße! Kacke! Macht Spaß hier. Muss schon sagen. Was ist denn das? So ein Baumstumpf. Oh, die Vegetation ist auch lustig. Ist gemacht. Da hinten ist es diesig. Also. Diesig. Ob das so gut ist, wenn es diesig ist? Ich glaube, mit dem... Gucken, gibt es hier noch irgendwas Lustiges am Wachsen? Nein, hier ist noch eine Blutfliege hinterm Baum. Ach, wie wäre es, wenn ich mich gleich so hinstelle, damit ich sie gegen den Baum quetschen kann. So. So, jetzt, die tanzt auch Tango. Okay. Nichts zu holen. Ja, nichts zu holen. Aber ich suche Mole Rats und Scabbies.
Oh, wieder wilde Bienen. Nee, nee. Habe ich keine Lust drauf. Oh, da hinten ist eine Höhle. Wenn mich nicht alles täuschen tut. Und da hinten sehe ich auch noch eine Heilpflanze hier. Und eine Feuerwurzel. Und eine Honigwabe. Also es kommt mir sehr viel bekannt vor, auch was es schon in Odyssey im Auftrag des Königs gibt. Und zwar die Honigwabe. Was ist denn da hinten? Das sieht nach einem Krokogator aus. Oh, jetzt habe ich die wilden Bienen hier auch noch im Rücken. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Gucken mal. Du sollst nicht so lange ausholen. Joe. Oh, die macht mich kaputt, die Biene. Oh. Glück gehabt. Da ist nichts zu holen. Jetzt sagen sie sogar doppelt. Meine Herren im Himmel. Leute. Ich bin noch kein einziges Mal gestorben hier. Es ist schon die dritte Folge und ich habe noch keinen einzigen... Naja, also ich habe noch nicht so einen richtigen Gegner gehabt. Also was Monster und sowas angehen. Ich bin hochgespannt, wo ich dann die weiteren Dinge finde. Was gibt denn für eine Honigwabe? Lebensenergiebonus 12. Na, die esse ich nicht. Vielleicht braucht die ja jemand, man weiß es. Na, die Kokosnüsse, die Fleische, die bringen ja überhaupt nicht viel. Naja, gucken wir mal nachher. Schmeckt saftig und frisch. Das ist ein Wasser. Gluck, gluck. Also Wasser kann ich auch mal trinken. Okay. Gebratenes Fleisch, an das mache ich mich jetzt auch an. Was soll's? Die brauchen ja Fleischkeulen. Also damit ist bestimmt rohes Fleisch gemeint. Ach ja. Also, wir haben gesehen, hier ist eine Höhle und da liegt irgendwas drin in der Höhle. Entweder ist es ein schlafender People. Oder es ist ein Gerät. Das ist... Was ist denn das? Also, es ist ein Schattenläufer, Sound. Und von nahen sieht's aus wie ein Puma. Ach, der Stone Puma. Der pennt da rum. Boah, da müsste man irgendwie schleichen. Kann man schleichen? Das wäre lustig. Nee, schleichen ist nicht. Kann ich, habe ich ja nicht gelernt, ne? Schleichen null gelernt, nee. Also ich werde mir dann doch nicht auf den Hals hetzen hier, diesen Stonehenge Puma oder wie er heißt. Oh! Nee, 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 nee. Was war das? Okay, das war mein erster Tod. Das war mal die Premiere. Und damit wissen wir, dass wir da nichts drin zu suchen haben. Vorerst nicht. Was ist denn jetzt wieder los? Tatsache. Was zum Geier? Was ist das? Eine Gottesanbeterin. Also in anderen Mods habe ich die schon mal gesehen. Leute, eine Gottesanbeterin Gothic. Und etwas zum Hacken. Und wieder diese wilden Bienen, die mich erst wieder genockt out haben. Outgenockt haben. Haben wir das Sumpfkraut. So. Womit dann? Ja, ja, ich brauche eine Spitzhacke, ich weiß. Eine Heilwurzel. Ob hier irgendwie dieser blöde Ring versteckt ist. Was? Dramatische Musik. Leute, Drachenwurzeln. Jede Menge. Wie kann man denn so viele Drachenwurzeln in der Welt verteilen? Glaubt's ja jetzt nicht. Hier ist noch ein Sumpfkraut hin. Oh, knurpst das Ding da hinten so, oder was? Tatsache.
Oh, Kronstöckel, auch sehr wichtig. Noch mehr Kronstöckel. Da, hier werden noch mehr Kronstöckel. Snapperkraut. Oh, war ja. Also eine Vielfalt an Vegetation ist hier schon mal. Das ist ja lustig. Oh. Na komm. Ist hier noch was links von mir? Woher weiß die Fliege, dass ich schon vorher. Die hält mich zum Narren hier, ich fass es nicht. Gucken, habt ihr eine Taktik? Okay. Das Ganze mal ein bisschen überlegter machen, genau richtig. Da ist nichts ja, zu holen. Ja, wie immer ist nichts zu holen. So, bin ich schon auf der linken Seite dieser Insel. Wäre mal gut zu wissen. Dann gehen wir mal hier rechts rüber. Das ist echt der Oberhammer. Ja, Strandsand gibt es für alle da. Nee, Sandstrand. Ja, es tut sich was Interessantes. Nicht nur Kokosnüsse, auch Alligatoren. Und Kokosnüsse, wie immer. Und da gucke ich mal im Inventar und werde mal offscreen mal die Kokosnüsse knacken. Ich fühle mich erfrischt und habe wieder einen Stärkepunkt gekriegt, weil ich wieder ganz viel Kokosnussfleisch gegessen habe. Ja, ich will da oben hoch. Und zwar eventuell wegen des Rings. Komm mir nicht zu nahe, du Alligator. Vielleicht finden wir hier den Ring. Okay, er ist zwar noch gefixt, aber vielleicht lässt er dann von mir ab, weil er da oben nicht hochkommt. Hoffe ich doch. Hier sollte ich auch mal zwischenspeichern hier. Also, erstmal gucken, was gibt es hier. Kommt man hier noch rum? Tatsache. Eine gute Aussicht auf die anderen Krokogatoren. Aha. Das ist ja innovativ. Jetzt verschlägt's mir ein bisschen die Sprache. Schau einer mal guck. Da müsste ich ja meine Kollegin mal fragen, ob sie das nicht auch so machen kann. Dann mache ich mal gleich einen Screenshot von. Ja, ich mache nämlich noch ein Testgame, aber das will ich jetzt hier nicht verraten. Mann, hier gibt's Bananen. Eine ganze Bananenstaude. Irre. Wie viele Bananen habe ich jetzt eingepflanzt, eingesammelt? Da ist noch eine. Noch eine. Aha. So kann das sein, dass hier irgendwas schläft? Mann, oh Mann. An so einer Staude waren 27 Bananen. Ich jetzt hier hoch oder was oder wie? 27 Stauden. Ach, das könnte natürlich auch sein, dass ich hier hoch kann. Ja, kann ich. Na also, da ist Netzring. Wir haben Netzring gefunden. Ja, coole Sache das. Also das fand ich ja schon mal klasse. Erstmal das mit den Bananen, das ist ja irre. Ach, der Alligator ist noch am Warten auf mich. Okay, das ist doch jetzt doof. Gucken, komm ich nochmal. Achso, dann könnte ich ihn ja wieder austricksen, indem ich so rumgehe. Ja, das ist ja... Ich habe Netzring gefunden, Netzring gefunden, Netzring gefunden, Netzring gefunden. Oh, da ist er. Ist er hinter mir her? Oh, scheiße. Sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Ich dachte, ich könnte um mich gucken. Jetzt habe ich plötzlich... krass reingefügt, weil ich mit dem Renderer spiele, wie unschwer zu ersehen ist.
Aber jetzt muss ich erstmal hier aus der Gefahrengeschichte raus. Das ist mir auch noch nie passiert. Oh weia. So, erstmal hier umgucken. Der ist hinter mir her. So ein Mist aber auch. Shit. Mann. Du schwimm weg. Mist. Kommt der hinter mir her? Ja, er kommt hinter mir her. Weiß nicht. Was soll ich denn jetzt machen, liebe Leute? Ich will den Alligator nicht auf die andere Nachbarinsel rüberschicken. Schöne Schwimmanimation, klasse. Super verrückt, gebohnt. Ach, ja, okay. Ja, man muss auch ein bisschen für Aufregung hier sorgen. Aber ich glaube, der natzt mich gleich. Oder ich sollte mal doch einen auf die Keule hauen. Ist ja alles nur... Was? Das wusste ich gar nicht, dass die Alligatoren so leicht sind. Da ist nichts zu holen. Oh. Was habe ich hier für einen Reibach gemacht? Ist auch kein Wunder. Ich habe auf leicht gespielt. Oder auf leicht eingestellt. So, damit wir das beenden können mit NAT, also mit NET, muss ich ihn jetzt hin. Muss ich ihn jetzt hinschwimmen. Ah, ich werde das natürlich wieder verkürzen. Ihr kennt mich. Here we are. Kann man hier hoch? Ja, man kann hier hoch. Und du bist natürlich Hook, ist klar. Ist NET denn noch oben oder ist NET eventuell am Schlafen? Kann ja auch sein. Nee, NET ist ja oben. Der ist oben. Okay, der wird wahrscheinlich wieder an seinem Punkt stecken. Was ist denn das hier eigentlich? Okay, das ist wahrscheinlich irgendeine Pflanze, die gerade am Durchbrechen ist, zu neuem Leben erwachen will durch den heißen Wüsten-Scheißsand. Tja, Snipes. Snipes sag ich schon, das ist Snipe. Nicht gut, dass du da bist. Uah. Ich will nicht in die Reichweite von Snipe gelangen. Da quatscht er mich an und will mir 10 Erz abknüpfen. Oder 10 Gold, besser gesagt. Nett, ich habe deinen Ring gefunden, aber bevor ich ihn dir gebe, will ich erstmal gucken, was er eigentlich für Fähigkeiten hat, der Ring. Wo ist denn jetzt Ring? Hä? Bin ich jetzt... Ach, da ist er. Netz Geschicklichkeitsring. Aha, Geschicklichkeitsbonus 3. Nett, hey, komm. Du. Ich habe deinen Ring. Ich habe deinen Ring. Hier. Tatsächlich... Mein Ring. Danke, das werde ich dir nie vergessen. Und was ist mit dem Heiltrank? Der Heiltrank? Ah, natürlich. Hier hast du ihn. Ja, das war okay. Hey, das du. War kurz und schmerzlos. Wegen der Flucht, genau. Und jetzt würde ich gerne mit dir über etwas reden. Ja, von mir aus. Schieß los. Ich will abhauen, Ned. Und Hook ebenfalls. Leider wissen wir nicht wie. So? Ich wüsste schon, wie man das anstellen könnte. Tatsächlich? Und wie? Man müsste sich das kleinere der beiden Korsarenschiffe schnappen und dann einfach damit verschwinden. Mit der Seemöwe? Und wer soll den Kahn bitteschön steuern? Wir drei haben doch von Navigation überhaupt keine Ahnung. Hm. Aber der alte Jerome... Wenn er mit uns abhauen würde, kämen wir mit Sicherheit von ihr weg. Jerome? Naja, er ist immerhin der einzige von den Korsaren, der zu uns freundlich ist. Außerdem hat er auch eine gewaltige Wut auf Mendoza. So ist es. Mendoza meinte, dass Jerome zu alt geworden ist und außer Rumsaufen zu nichts mehr taugen würde. Das ärgert den Alten gewaltig. Daher könnte ich mir gut vorstellen, dass er mit uns geht. Und was ist, wenn er uns bei Mendoza verpfeift? So ganz sicher bin ich mir nicht, dass er uns bei unserer Flucht unterstützt. Das müssen wir eben riskieren. Was haben wir denn großartig schon zu verlieren? Eine ganze Menge. Das Leben. Wie nun, wenn er uns an die Alligatoren verfüttert? Ich sehe schon. Hook hat dich mit seiner Angst angesteckt. So ein Blödsinn. Mendoza wird uns wegen einem Fluchtversuch bestimmt nicht gleich kalt machen.
Der ist doch froh, dass er ein paar Leute hat, die hier die Drecksarbeit machen, da seine Leute das nicht machen wollen. Da ist was dran. Er würde uns wahrscheinlich eher einige Tage auf Wasser und Brot setzen und uns mehr überwachen, als dass er uns umbringt. Eben. Also sprich mal mit dem alten Jerome. Der Mann ist unsere letzte Chance, um hier wegzukommen. Weißt du, wo Jerome zurzeit steckt? Keine Ahnung. Wirst ihn suchen müssen. Naja, so groß ist unsere Insel ja nicht. Wirst ihn schon finden. Ach, warte mal. Könntest du noch eine Aufgabe für mich übernehmen? Du musst die auch nicht umsonst machen. Um was geht es denn? Einer der Korsaren, Tucker, gab mir den Auftrag, für ihn 5 Honigwaben von der großen Insel zu besorgen. Aber als ich meinen Ring verloren hatte, habe ich daran natürlich nicht mehr gedacht. Könntest du daher den Honig für Tucker besorgen? Das Gold dafür kannst du natürlich behalten. Ach, deshalb warst du drüben auf der Insel gewesen, wegen dem Honig. Ja, deshalb. Du weißt ja, dass Tucker ganz wild auf das Zeug ist. Also, wie sieht's aus? Übernimmst du den Job? Na klar, Gold kann ich immer gebrauchen, zumal man hier nicht viel davon zu sehen bekommt. Gut, allerdings ist es dort drüben nicht ganz ungefährlich. Passt da ja gut auf dich auf. Klar. Kennst mich doch. Bring den Honig am besten dann sogleich zu Tucker. Er ist zur Zeit auf dem großen Korsarenschiff. Pass aber auf, dass er dich nicht übers Ohr haut. Er wollte mir 100 Goldstücke für den Honig geben. Das interessiert mich nicht. In Ordnung. Ich pass auf. Das wird sich nie ändern. Tucker. Ey Leute, ich würde mich da nicht einmischen. Ja, und quasselt nicht darum. Irgendwann musste es ja so. Quest. Honig für Tucker. So, das haben wir ja. 5 Stück will er haben. Ja, eine habe ich ja schon. Gut, dass ich die nicht gegessen habe. Fleisch für die Crew, richtig. Da muss ich auch nochmal rüber, die Flucht aufs Maul. Jep. Das heißt, ich muss nochmal rüberschwimmen, dass die Alligatoren natürlich in dem Leichtmodus so leicht zu killen sind, hätte ich nicht gedacht. Das ermutigt mich natürlich erstmal da drüben die Insel ja komplett leer zu räumen. Das werde ich auch machen und vorher abspeichern. Aber vorerst werde ich hier mal hingehen. Da gab es ja auch schon Alligatoren, Krokodile. Nein, die Insel ist voll davon. Das wird nichts. Das ist jetzt nicht gerade gut. Deswegen schwimme ich erstmal wieder zurück. Und ich muss auch herausfinden, ob einer der Händler mir eine bessere Waffe verkaufen kann. Hi, Fisch Joe zum Beispiel. Das war doch seine Entscheidung. Hallo, Jones. Heute ist Zahltag. Willst du Prügel oder zahlst du freiwillig deine 10 Goldstücke an mich? Ja, der macht mich doch alle. Du kannst mich zahlen. Mhm, super, klasse. Ja, okay, zahle ich. Na klar doch. Hörst du deine 10 Goldmünzen? Na bitte, Kleiner, geht doch. Irgendwann musste es ja so kommen. Hab ich mich wieder freikaufen müssen für den Tag. Oder wieder das erste Mal handeln. Zeig mir deine Ware. Gut. Ja, okay. Ja, er hat nun einen schweren Ast. Schaden 10. Was? Schaden 10? Und ich? Was hab ich für ein Nudelholz hier? Schaden 15. Einhandteilig. Was Besseres gibt's wohl nicht, wa? Hey. Dann werde ich mal ihm. Zeig mir deine Ware. Gut. Anderes Plünzeugs verkaufen. 27 Bananen, was machen die eigentlich? Lebensenergiebonus, eine Banane, reif und schmackhaft. Bananix. So, was könnten wir ihm denn verkaufen? Ach man, ein Besen. Nee, ich kann hier nichts zu Gold machen, ordentlich. Eine Perle, Himmel. Eine Perle, ein Cello, nee, das wird so nix. Den kann ja hier eine bessere. Das war keine große Waffe. Sache. Das wäre schön. Guck ich könnte mal mir weiter. So ja, dann gehen wir mal auf den Weg zum. Wie hieß der nochmal? Jerome. Jerome. Ihm erstmal mitteilen. Erstmal spüren. Ach, Sam. Sam? Ach, Sam ist ja der Alchemist. Hey. Jerome! Wir wollen von der Insel fliehen. Wir wollen von der Insel fliehen. So? Interessant. Aber wen meinst du eigentlich mit wir? Hook, Ned und mich. Und warum sagst du das gerade mir? Hast du keine Angst, dass ich euch beim Captain verpfeife? Nun, du verstehst doch was von Navigation. Außerdem hast du mit Mendoza zurzeit doch ein Problem. Oder sehe ich das falsch? Nein, das siehst du richtig.
Und es war gar nicht so dumm von dir, gerade mich anzusprechen. Du wirst uns also helfen? Ich nehme an, dass ihr mit dem kleinen Schiff verschwinden wollt, oder? Alles andere würde ja keinen Sinn machen. Richtig. Wir bräuchten allerdings einen Steuermann, da wir von Seefahrt keine Ahnung haben. Den Steuermann kann ich machen. Da wäre kein Problem, aber... Aber was? Ich will nicht von dieser Insel einfach so verschwinden. Zuvor muss ich mit Mendoza noch abrechnen. Was hast du vor? Das werde ich mir überlegen. In der Zwischenzeit kannst du mir einen Stängel Sumpfkraut und eine Buddel Rum besorgen. Was? Du willst was zum Rauchen und zum Saufen haben? Na klar, Mann. Die grauen Zellen müssen doch ans Arbeiten kommen. Also besorg mir das Zeug. Und woher? Mir egal. Vielleicht bei Haifisch Joe. Der verkauft doch das Zeug. Na gut. Dann gib mir etwas Gold, damit ich Joe auch bezahlen kann. Gold? Habe keins mehr. Versuch halt das Zeug so zu bekommen. Joe wird mit Sicherheit nichts umsonst rausrücken. Tja, dann hast du ein Problem. Ich? Ein Problem? Wieso? Ganz einfach. Bevor ich nicht das Zeug bekomme, bin ich nicht in der Lage, über unsere Flucht nachzudenken. So einfach ist das. Ja, so klingt das auch. Aber Jerome. Ach, verkaufen, ja natürlich. Kannst du mir etwas verkaufen? Nun, viel habe ich. Ja, nur auch keine bessere Waffe. Ach ja, Herr Jerome. Tabak und Rum. Ja, schöne Sache das. Und ich muss nochmal rüber zur Insel Honig für Tucker holen. Ja. Guck mich an, kann ja auch gleich hier rein. Habe ich denn überhaupt noch Sumpfkrauten? Sieht nicht danach aus. Nee. Und Rum schon mal gar nicht. Also okay. Dann gucken wir mal, ob Haifisch Joe... Stopp, hier rum. Haifisch Joe hier was verkaufen kann. Und wo soll ich denn das sonst herholen? Ja. Immer wieder das Gleiche. So, Haifisch Joe, gucken wir mal, was er hat. Sag mir deine Wahrheit. Gut. So, er hat auf alle Fälle schon mal Seemannsrock und weißer Rum. Gold 32. Was will er haben für den Rum? 30 will er haben. So, ein Stängel Sumpfkraut will er auch 30 haben. Oh, ist der teuer. Was mache ich denn jetzt? Gib ihm was zu. Verkauf ihm was. Eine Banane. Reif und schmackhaft. Wert 2. Wacholder. Wert 2. Ich muss was mit 60 hinkriegen. Mensch, Mensch, Mensch. 21. Wo sind eigentlich meine alte Rüstung? Ich verkaufe ihm den Besen. Ich verkaufe ihm die Bürste. Den Krautstampfer brauche ich bestimmt selber. Schwefel. Ach, stopp. Ich verkaufe. Fisch gibt's nichts. Irgendwas ist in dem Fisch versteckt, steht hier. Menno! Wieso habe ich das nicht gesehen? Wasser. Wasser ist 2. Das ist übel. Erstmal gucken, was sich in dem Fisch versteckt hier. Habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Man muss immer aufmerksam sein. Erzählen. Was ist denn versteckt? Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Ein Ring erhalten. Dann kann man sich nicht drauf... Flammenschutzring. Schutz für Feuer, ich auch schön. Ich werde mich da nicht einmischen. Ja, ich werde mich auch nicht mehr einmischen. Ich werde jetzt Schluss machen für die Folge. Ich finde das Spiel gar nicht mal so schlecht. Der stellt sich das immer so also, einfach vor. Als Prolog für die... Der muss einfach mehr trainieren. Ja, ist gut. Ein bisschen weiter weggehen, damit ich hier mal ein Ende finden kann für die Folge. Und ich bedanke mich. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Ich sage Tschüss.